Diesen Sommer haben Jonah, Jonas und ich unser gemeinsames YouTube-Studio aufgelöst, um zusammen mit drei weiteren Freunden ein neues Kapitel in einem neuen, größeren Studio aufschlagen zu können. Wenn ihr die Vlogs von Jonah und Jonas verfolgt, habt ihr sicherlich mitbekommen, dass die zwei auch keine Sekunde gewartet haben, um sich ihren neu gewonnenen Platz direkt nach ihrem Geschmack einzurichten. Währenddessen habe ich nur einen Schreibtisch in mein erstes Zimmer geschoben, um dort nicht nur die Doku fertig zu schneiden, sondern auch die ganzen Apple September Event Videos in Angriff zu nehmen. Mein zweites Zimmer blieb sogar komplett leer. Doch jetzt, wo dieser ganze Trubel vorbei ist und auch der Doku-Release immer näher rückt, mehr dazu bald, habe ich endlich die Zeit gefunden, um meinen Plan für dieses leere Zimmer in Angriff zu nehmen. Ich möchte einen Raum mit festen Sets bauen, in dem ich den Crewcast, Top-Down-Shots und meine klassischen Unboxings mit drei Kameraperspektiven aufnehmen kann, ohne dafür jedes Mal zuerst das jeweilige Setup auf und nach der Aufnahme dann wieder abbauen zu müssen. Um diesen Traum Realität werden zu lassen, habe ich allerdings eine Menge neues Equipment gebraucht. Einiges, oder? Ich glaube, ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Pakete auf einmal da zu öffnen und ich bin mir nicht sicher, ob das jemals wieder passieren wird. Aber ja, ein Mann, eine Mission. Ich würde sagen, lass uns die ganzen Teile aufmachen. Ich brauche dafür nur noch einen Unboxing-Tisch. Hier ist er, den packen wir als erstes aus. Okay. Bevor wir uns gleich ins Getümmel stürzen, möchte ich noch eine kleine Sache loswerden. Solche Upgrades, wie jetzt hier zum Beispiel dieser ganze Umzug ins neue Studio, sind natürlich nur möglich dank der ganzen Sponsoren, mit denen wir normalerweise zusammenarbeiten. Also falls ihr in irgendeinem Video mal wieder hört, ey, dieses Video wird euch präsentiert von bla bla bla, dann wisst ihr, für sowas wie das hier ist es im Endeffekt gut. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mit YouTube angefangen habe und so kleine Sachen wie selbst irgendwie eine neue SD-Karte oder so, immer genau vom Budget abgezogen werden mussten und ich muss immer rechnen, ist das jetzt drin, ist das jetzt nicht drin und jetzt irgendwie auf Amazon gehen zu können und mich da einmal durchklicken zu können, ja, das will ich fürs neue Studio, das will ich fürs neue Studio, das will ich fürs neue Studio, so, das schätze ich mega, mega wert und ich hoffe, dass es dabei helfen kann, am anderen Ende für euch auch die Qualität der Videos zu steigern. Das Video hier hat aber tatsächlich keinen Sponsor, es gibt aber Affiliate-Links unten in der Videobeschreibung zu allen Sachen, die ich heute auspacke. Von daher, falls ihr euch für irgendwas interessiert, klickt euch da gerne mal rein. Hilft mir natürlich auch. Aber gut, ich würde sagen, hinter mir ist ein Riesenberg, der muss dezimiert werden. Ich fange einfach mal mit solchen Sachen hier an. Ich weiß überhaupt nicht, was in den ganzen Boxen drin ist. Also wie sollte man da auch den Überblick behalten? Ah, ich bin aufgeregt, ich bin aufgeregt. Tadadada. Eine Pappkiste. Es geht spektakulär los. Das hier sind die Rollen, die unter diesen Unboxing-Tisch sollen, damit ich den frei im Raum bewegen kann, sollte das mal nötig sein. Wir haben einen Run, Leute. Noch mehr Rollen, die sind für die Traverse. Tada-da! Tada-da! Das hier sind neue Videolampen. Ich habe mich für die von Godox entschieden, weil die verhältnismäßig günstig sind und ich viele von denen brauche. 4 Stück insgesamt. Da habe ich eine ganz weiche Deckenbeleuchtung. Fürs Crewcast-Setup wollte ich ein neues stationäres Mikrofon haben und ich benutze seit einigen Jahren das Shure SM7B von Jonah tatsächlich. Der hatte nämlich mal eins für einen Podcast gekauft, der dann im Endeffekt doch nicht zustande gekommen ist. Dann habe ich ihn gefragt, darf ich dein schönes Mikrofon mal ausprobieren? Und aus kurz ausprobieren sind dann halt mehrere Jahre geworden. Ich habe mich aber so verliebt in das Ding, dass jetzt endlich Zeit wurde, mir auch ein eigenes anzuschaffen.
Und wie hält man ein Mikrofon fest? Natürlich mit einem Mikrofonarm. Ich habe mir gedacht, ich probiere mal den hier von Elgato aus, weil der nicht so einen Bogen macht am Tisch, sondern so flach montiert werden kann. Ich bin mal gespannt, wie ich den finde. Ey, ich habe auch so viel Kleinkram bestellt, ne? Also ganz viel so Halterungen und Schrauben und Zeug. Das hier ist aber tatsächlich eine witzige Halterung. Die wird nämlich für eine Schaukel gut sein, die wir bei uns im Wohnzimmer aufhängen wollen, damit die Startup-Vibes bei uns auch richtig durchkommen. Oh, geil! Das wird die Schaukel. Oh, HDMI-Kabel. Eine Sache, von der man wirklich nie genug haben kann, sind Mehrfachsteckdosen. Uff, das ist ganz schön schwer. Was ist da denn drin? Ich weiß natürlich grob, was ich bestellt habe, aber ich stelle mir gerade wirklich die Frage, was von den Sachen ist so schwer? Haben die da Steine reingepackt? Bei den Dingern bin ich richtig gespannt, wie gut die funktionieren werden. Das sind Monitorständer, die ich mir hier an meinen Unboxing-Tisch ranschrauben werde, damit ich alle meine Kameraperspektiven immer im Blick habe. Aber zu diesen Ständern fehlt natürlich auch noch der Monitor selbst. Und ich glaube, die sind hier drin, in diesem fetten Paket. Ta-da-da-da, da-da-da-da-da-da. Das sind die Dinger, Lenovo C24-25, ein toller Name für einen Monitor. Ich habe einfach auf Amazon geschaut, was die günstigsten 24 Zoll Monitore sind. Der kam bei knapp 100 Euro raus und da habe ich mir gedacht, probiere ich einfach mal aus. Ist auch schön dünn und leicht, ich glaube, das wird dann den Ständer nicht zu doll beanspruchen. Das hier sind ein Haufen Netzteile, ein paar USB-C-Kabel sind auch noch mit dabei. Es gibt einen bestimmten Grund, warum ich die genommen habe, denn die bepowern die Kamera nicht einfach nur über USB-C, laden quasi permanent den Akku auf und dann läuft die Kamera eigentlich auf Akku, sondern die haben hier am Ende so Akku-Dummies, die dann einfach die Kamera mit Strom versorgen. Und das hat den Vorteil, dass sich weniger Hitze in den Kameras anstaut und das hilft mir dabei, länger mit denen aufzunehmen, ohne dass sie sich wegen Überhitzung ausschalten. Speaking of Kameras, ich glaube, hier steht Fotokoch drauf, das heißt, da müsste auch irgendwas Kameramäßiges drin sein. Es gibt viele Möglichkeiten, ne? Ah, geil! Es ist mein neuer Recorder, der Atomos Ninja V Plus. Geil! Ta-da-da-da! Da ist das gute Stück. Wir können gerne mal gemeinsam die Folie runter machen. Ich liebe es einfach mit externen Recordern zu arbeiten. Erstens, weil auch die Hitze von der Kamera entfernen und viel der Rechenarbeit übernehmen. Man bekommt eine höhere Bildqualität tatsächlich aus der Kamera raus und man kann auf SSDs aufnehmen, was den Workflow super erleichtert im Alltag. Von daher, ja, ich habe für alle Kameras, die ich jetzt irgendwie in dem neuen Setup verwurstelt habe, auch neue Recorder gebraucht. Der hier ist tatsächlich fürs Unboxing-Setup ein bisschen Overkill, deswegen habe ich meinen alten Hauptrecorder ins Unboxing-Setup reingepackt und der wird dann mein neuer Hauptrecorder. Geil! Es passt gerade einfach echt perfekt. Das sind die SSDs für diesen Recorder. Die kommen dann quasi hier hinten einfach so rein. 4x1 TB habe ich mir geholt, damit jede neue Kamera, die hier verwurstelt wird, auch eine eigene SSD hat, die ich dann beschriften kann. Und sehr lange HDMI-Kabel dürfen natürlich auch nicht fehlen. Hier haben wir das Objektiv für die neue Seitenkamera in den Unboxings. Mir ist in der Vergangenheit häufiger aufgefallen, dass es schwierig ist, gutes Framing hinzubekommen, ohne dass die Kamera im Bild steht, so wie sie es gerade tut. Deswegen habe ich mir was geholt, das eine etwas längere Brennweite hat. In dem Fall 105 mm. Aber ich packe ja immer sehr viele, sehr unterschiedlich große Dinge aus. Mal sind es AirPods, mal ist es ein neuer iMac. Und damit ich da immer flexibel gewappnet bin, ist es halt ein Zoom-Objektiv. Also manchmal ist Amazon echt seltsam, oder? Ich habe hier diese riesige Box bekommen und alles, was drin ist, ist diese kleine Kamera. Über die freue ich mich aber ganz besonders. Das hier wird die neue Crewcast Cam. Ta-da-da-da. Hier ist sie, die Sony A7C. Der Grund, warum ich mich für die Kamera entschieden habe, ist ganz einfach.
dieser Vollformat-Sensor. Ich liebe Sony Vollformat, alle meine Objektive sind Sony Vollformat und damit alles miteinander kompatibel ist und ich im Zweifelsfall auch mal hin und her wechseln kann, wollte ich diesem Motto treu bleiben. Außerdem hat die A7C ein Klappdisplay, was es für den Crewcast sehr einfach macht, schnell mal die Einstellungen irgendwie zu ändern, falls es doch mal nötig werden sollte. Dann steht die Kamera einfach vor mir, ich kann schnell irgendwas machen und ansonsten bleibt die Kamera da einfach stehen. Noch ein Recorder. Das hier ist der Ninja V, quasi die kleinere Variante vom Ninja V Plus. Die Recorder werde ich für die ganzen Unboxing-Camps einsetzen. Dieser Magic Arm wird in Zukunft mein Unboxing-Mikrofon festhalten. Süß, immer die ganzen Kleinteile auch zusammensuchen zu können. Das hier sind Mini-Magic-Arme zum Montieren von Sachen. Gesleevte XLR-Kabel für Mikrofone. Machen wir mal wieder was Großes auf hier. So. Das hier sind Stative, mit denen ich Akustikstoff im Raum aufhängen kann. Ihr seht schon mal so ein Ding da hinten. Wir brauchen für die zusätzlichen Zimmer aber noch mehr von denen. Oh mein Gott! Damit hätte ich ja jetzt mal gar nicht gerechnet, weil auf dem Paket der Name von einem Lampenhersteller drauf stand. Aber das hier sind tatsächlich meine neuen drei Unboxing-Kameras. Ich bin komplett aus dem Häuschen. Ich habe mich für die A7 IV in dem Fall entschieden. Auch eine Vollformat-Sony-Kamera. Ich mache mal eine von denen auf. Ah, fantastisch. Der schöne Vollformat-Sensor ist am Start. Das Klappdisplay ist am Start. Eine wunderschöne Kamera. Und es gibt einen ganz spezifischen Grund, warum ich drei von denen fürs Unboxing-Setup gekauft habe. Denn diese Kamera nimmt zwar in 4K auf und ich will auch meinen Workflow für die Unboxings erstmal in 4K behalten, weil 8K-Kamera ist sehr teuer, sehr aufwendig, viel Rechenleistung, viel Daten und so weiter und so fort. Aber ich möchte weiterhin in den Unboxings rein- und rauscroppen können, um ein bisschen mehr Freiheit in der Bildgestaltung zu haben. Und diese Kamera, die A7 IV, nimmt nicht einfach 4K auf, sondern von 6K gedownsampletes 4K. Das heißt, sie liest über den Sensor 6K aus und gibt dann ein 4K-Bild im Endeffekt an den Rekorder weiter. Dadurch kriegt man nochmal einen Ticken mehr Bildschärfe. Das Ganze direkt dreimal. Ich wollte die gleiche Kameras haben, nicht auf unterschiedliche setzen, damit die auch wirklich super clean und sauber untereinander aussehen. Und ich bin schon sehr, sehr hyped auf die Dinger. Das Allergeilste ist natürlich hier einmal an der Seite Full-Size HDMI. Das hat auch nicht jede Kamera zum Arbeiten mit externen Rekordern. So, so geil. Ich hoffe nur, dass die Dinger nicht überhitzen, aber dafür habe ich ja meine externen Netzteile. Ich probiere einfach mal ein bisschen rum. Ich glaube, das könnte echt geil werden. Wenn das hier fertig aufgebaut ist, gibt das ein Diffusortuch für noch weicheres Licht. What the dog doing? Noch mehr Studiolampen. Oh, die Teile sind auch so, so geil. Fette Riesenklemmen, damit kann man wirklich alles an den Traversen festmachen. Tada. Wenn man diese Stangen, diesen Ring und dieses Tuch komplett zusammenbaut, bekommt man eine Softbox und zwar eine richtig schön große. Das wird sehr schönes diffuses Licht für die Unboxings geben. Ha! Dieses Orange heißt Sony. Noch mehr Objektive. Geil, geil, geil. Meine Zoom-Linse für die Seitenkamera habe ich euch ja schon gezeigt. Das hier sind quasi die beiden anderen Perspektiven. Zum einen hätten wir hier drin, tadada, da, das Objektiv für die Top-Down-Perspektive. Das ist ein 24-70, allerdings die Version mit F4 ist ein bisschen günstiger als die mit F2.8 und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich von oben runter filme bei Unboxings, blende ich meistens eh ein bisschen ab, einfach damit ich mehr von dem Bild in Fokus haben kann. Und das hier, das ist meine neue Facecam-Linse, ein 20mm F1.8
von Sony. Ich habe sehr viele Jahre lang das 20mm f1.8 von Sigma benutzt. Auch eine super geile Linse. Allerdings ist die riesengroß und das von Sony ist nochmal so viel kompakter. Warte mal, ich hole die mal kurz her, damit ihr den Vergleich sehen könnt. Das ist Sigma und das ist Sony. Was zum Teufel? Auch das Gewicht ist so krass. Ich liebe 20mm. F1.8, so, das ist ein so schöner Look zum Moderieren. Aber gerade wenn man auch auf Reisen unterwegs ist, überlegt man sich immer zweimal, ob man diesen fetten Klopper mitnimmt. Mit dem wird das nicht mehr das Problem sein. Und man hat auch noch einen besseren Autofokus, weil es halt ein Sony-natives Objektiv ist. Wird immer auf der Facecam vom Unboxing-Setup zu finden sein. Und wenn ich mal unterwegs bin, dann nehme ich das Teil bestimmt auch mit. Das hier sind Kamerakäfige, 3 Stück für meine 3 A74 Kameras. Wenn man Kameras irgendwo montieren möchte, ist es immer super hilfreich, die zu haben, weil die wirklich an allen Ecken und Enden Löcher haben, wo man dann irgendwie was befestigen kann. Außerdem ist es eine sehr schöne Halterung für meine HDMI-Kabelklemmen. Von daher, ja, 3 Cages. Bam, bam, bam. Yo! Das hier werden die Ballonlampenschirme für die Decke. Vier Deckenlampen, da brauche ich natürlich auch 4 Lampenschirme. Das sind die 3 restlichen. So Leute, ganz feierliche Nummer. Wir sind beim letzten Paket angekommen. Es ist was sehr Passendes fürs Studio-Upgrade. Und zwar neue Traversenteile. Wir hatten ja auch schon im alten Studio super viele Traversen. Und wir werden natürlich sehr viele von denen auch im neuen Studio weiter benutzen. Allerdings hatte ich tatsächlich trotz allem nicht 100% die richtigen Teile, die ich jetzt fürs neue Setup gebraucht habe. Von daher musste ich hier ein bisschen nachordern und habe jetzt die 3 Teile hier noch dazu geholt. Das würde richtig cool. Ich baue mir dann so einen Bogen über meinen Unboxing-Tisch. Da werden alle Kameras dran befestigt. Ich bin so hyped. Ich bin so hyped. Aber gut. Das war's tatsächlich hier mit dem Unboxing, ne? Jetzt haben wir alles ausgepackt. Jetzt muss ich es nur noch aufbauen. Ach du Scheiße, Leute. Was liegt hier denn alles rum? Vorhin war dieses Zimmer noch leer und jetzt? Ah, ja, ich glaube, ich muss erstmal aufräumen.